So, da sind wir Leute und weiter geht es mit Assassin's Creed Odyssey, yeah. Die nächste Runde steht an und wir sind immer noch hier in Sammy. Haben gerade hier die Phoebe gerettet und tja, jetzt ist die Mission. Genau, wir sollen unsere Schulden eintreiben. Unsere eigenen Schulden sollen wir eintreiben. Man kann ja auch so stundenlang nur spazieren gehen, ne? Das lädt quasi dazu ein. Ja, und außerdem haben wir noch so einen Söldner am Hals. Der ist Stufe 5, wir sind Stufe 3. Vielleicht sollten wir dann erstmal so aus dem Weg gehen, ne? 100 Meter müssen wir in die Richtung, okay. Hallo. Guten Tag. Okay, irgendwo da am Hafen oder was? Ist das da am Hafen? Doris wird bei seinem Geschäft sein. Sammy. Boah, die Gassen hier, echt herrlich. Aha, da ist er. Doris Waren zu zerstören könnte ihn ermutigen, seine Schulden zu bezahlen. Doris zu töten ist auch eine Option. Okay, das ist wohl der Doris jetzt hier, ne? Okay, quatsch mal immer an. Hallo, Doris. Doris. Das Geschäft läuft wohl. Sag Markus, er soll selbst herkommen, wenn er sein Geld will. Klar? Aber jetzt bin ich hier. Okay. Ja, ich war ein wenig in Verzug. Aber jetzt behauptet Markus, ich schulde ihm das Doppelte, wegen der Zinsen. Das kann ich nicht bezahlen. Dann hättest du kein Geld leihen sollen. Du hast recht, das Doppelte ist zu viel. Dann hättest du dir kein Geld leihen das sollen. Das hättest du bedenken sollen, als du dir die Drachmen geliehen hast. Richtig. Aber meine Familie. Es ist heiß. Ich habe schlechte Laune. Und du wirst zahlen. Das wissen wir beide. Die Frage ist nur, was ich zuerst kaputt mache. Dich oder deine Waren. Sag Markus, dass ich bereits genug bezahlt habe. Ich fall doch nicht vor Söldnern auf die Knie. Oder vor jemandem, der dumm genug ist, sich Geld vom Zyklopen zu borgen. Vom Zyklopen? Damit hat er also das Weingut gekauft? Sieh mal, ich weiß, du verdankst Markus dein Leben. Und dass er dich damals als Kind von der Straße geholt hat. Aber du weißt, dass sein Vorhaben verrückt ist. Ich gehe erst, wenn ich die Drachmen habe. Malaka. Malaka. Trotzdem bist du ihm noch Drachmen schuldig. Sieh es ein. Sobald der Zyklop euch erwischt, werdet ihr beide tot sein. Okay, soll ich jetzt die einfach kaputt machen? Oder soll ich jetzt nochmal mit dem reden? Ich sagte doch, ich habe Markus genug bezahlt. Okay, der weigert sich, ne? Oh, 55 Metern ist der Dings, ne? Der Söldner. Scheiße, da kommt jemand her. Hey, hör auf, das gehört mir! Also gut, ich zahle doch. Hör schon auf. Schön, das Geld gehört dir. Hau einfach ab. Eine Freude, mit dir Geschäfte zu machen, Doris. Danke, Doris. Siehst du, geht doch. Ich will nicht, dass der Zyklop zu mir kommt, wenn ihr eure Schulden nicht zahlt. Geil, haben wir das jetzt, ne? Oh, da hinten ist der Söldner, siehst du den? Da geht ja die Treppen hoch. Der darf uns nicht sehen. Wir können ja versuchen, mit denen zu kämpfen, aber ich glaube... Cool, kehre zurück zu Markus, ne? Okay, Doris. Es hat mich gefreut, mit dir Geschäfte zu machen. Alter, guck dir das mal an hier, ne, wie das alles aussieht. Der Kopfgeldjäger ist jetzt da oben. Lass den mal da weitergehen, ne? Wir gehen hier entlang. Wow, echt.
Wir gehen hier entlang. Also, das heißt jetzt zurück zu Marcos. Ne? Zurück zu Marcos wäre jetzt wieder zurück da auf sein Weingut, ne? Wieso sind da jetzt so viele Symbole? Ich mach mal die Map. Ah, hier wird ja auch noch angezeigt, ne? Der Söldner. Da oben ist Marcos. Denke ich mal. Schulden eintreiben. Kehre zurück zu Marcos. Daneben in den Fußstapfen der Götter. Okay. Und da ist so eine Tafel, ne? Was bist du für eine Tafel? Okay. Söldnerarbeit. Aha, Alexis hatte gelernt, dass jeder Auftrag gut war. Ilos, ein Rüstungsschmied aus Kavalenia, braucht Wolfsfälle für den Krieg und er wusste, dass Alexis ihn besorgen könnte. Akzeptieren. Okay, das ist ja so eine Nebenquest, glaube ich, ne? Ah, das wollte ich doch nicht. Ich habe den falschen gedrückt. Ich habe die falsche Knöpfe gedrückt. Das war nicht so geplant. Oh, der ist jetzt wieder hier in der Nähe. Ich will das nochmal hier Tag machen. Ich fand das irgendwie Tag besser. Oh, 38 Meter ist der, ne? Ja. Okay, kehre zurück zu Marcos. Aber kann ich jetzt die Quest hier annehmen? Söldnerarbeit. Ein Kampf mit Thanos. Schaffe Wolfsfälle. Du findest solche Fälle wohl am ehesten am Körper toter Wölfe. Okay, das können wir dann auch dann irgendwann mal so nebenbei machen. Der läuft hier rum, ne? Am liebsten will ich mit denen kämpfen, aber ich weiß nicht. Vielleicht sterben wir dann. So, kehre zurück zu Marcos. Ist er tot? Ne. Du lebst noch. So. Das heißt jetzt. Zu Marcos zurück, ne? Wir gehen zu Marcos zurück. Das war doch hier um die Ecke, oder nicht, ne? Wo war das denn? Jetzt wollte ich hier die Quest. Komm, wir machen den Marcos nochmal an. Schulden eintreiben. 130 Meter. Da oben war das. Oh, hier gibt es auch noch ein bisschen Holz. Was ist das denn Geiles? Tempel des Zeus. Neuer historischer Ort entdeckt. Du. Kann man da was nehmen? Ne, ne? Geht nicht. Okay, ich gehe wieder raus. Ich wollte nur ein bisschen looten. Das ist ja hier eine Anlage, ne? Wow. Das ist ja cool, Alter. Da kann man... Das ist Marcos. Hier bleibt nicht mehr viel Zeit, bis sich der Zyklop holen kommt, Malaka. Er will sein Geld. Malaka. Kann ich einen Aufschub haben? Wenn er zurück nach Kefalenia kommt, bist du tot, sobald er vor Anker geht, wenn du es dann nicht hast. Nun, bleiben wir zivilisiert. Du kannst dich nicht ewig hinter deinem Söldner verstecken, Marcos. Er bringt dich, den Krieger und dieses rotznäsige Mädchen um, das immer bei dir ist. Natürlich, kein Problem. Ich besorge die Drachmen. Gut, sonst sehe ich zu, wie der Zyklop dich an seine Ziegen verfüttert. Ah, Alexios,
Das Strahlen in deinem Gesicht sagt alles. Duris hat dir die Drachmen bezahlt. Wer strahlt denn? Ich habe gerade erfahren, woher du die Drachmen für das Weingut hast. Mhm. Hast du jetzt völlig den Verstand verloren? Wir können uns das Geld zurückholen, oder? Das müsste doch möglich sein. Wir können es versuchen, wir holen uns die Drachmen. Das ist unmöglich. Wir holen uns die Drachmen, ne? Was bleibt uns sonst übrig? Genau. Wir brauchen einen Plan. Plan kann ich am besten. Deine üblichen Tricks werden dafür nicht ausreichen. Das ist eine echte. Mir fehlt die gute alte Zeit. Erinnerst du dich? Alles war einfach. Du hattest nichts, so klein und allein. Und ich hatte alles. Ich habe dir die Welt geschenkt und Kefalinia in deine Hände gelegt. Alexia! Cassandra! Junge Alexios, ne? Solche Fische werden nicht jeden Tag angespült. Oh. Hungrig? Ich schlag dir ein Geschäft vor. Ich tue etwas für dich. Du tust ein paar Dinge für mich. Voller Geschäftsmann. Voller Geschäftsmann, echt. Es nicht. Hm? Denk drüber nach. Warte! Kefalenia. Schönes Geschenk. Du warst nichts ohne Markus. Und sieh nur, wie weit du es gebracht hast. Vom Waisenkind auf der Straße zum Söldner mit einer Hütte. Und das will uns der Zyklop alles wegnehmen. Ich kann dich nicht ewig vor ihm schützen. Er wird mich auch umbringen. Ach, hab doch keine Angst. Sieh dich an. Wie könnte ich es mit ihm aufnehmen? Mit welcher Waffe? Einem rostigen Speer? Einem kaputten Bogen? Da bist du ja. Du kannst mir nicht entgehen, indem du um den Tempel herumschleichst. Drusilla, ich sprach gerade von dir. Ach ja? Ich brauche das Holz, Markus. Die ganze Insel wird über die neuen Bögen sprechen. Aber ich kann nichts machen, wenn diese Malakis die Holzlieferungen aufhalten. Malakis. Natürlich nicht. Deshalb habe ich gerade meinen Freund Alexios in die Einzelheiten eingeweiht. Er hat auch schon einen Plan gegen diese Banditen. Du kennst mich doch. Schweigen erlügt. Du kennst mich. Ich bin immer vorbereitet. Genau. Das habe ich gesagt. Er wird jeden Stein umdrehen. Es ist mir egal, wer es tut, aber jemand muss diese Banditen töten. Heute noch. Eine prächtige Idee. Ich muss leider nach Hause. Alexios, ich habe einen Plan für unser Zyklopendilemma. Komm zu mir, wenn du Zeit hast. Wenn du dein Holz willst, musst du zuerst meinen Bogen reparieren. Ich bezahle sonst nur, wenn die Arbeit getan ist, aber so langsam, wie es vorangeht, folge mir. Diese Bögen machen mich reich wie Krösos. Sie scheinen wohl sehr gut zu sein. Ein Krieg droht. Die Athener brauchen gute Bögen, wenn sie Sparta aufhalten wollen. Und alle gewinnen, nehme ich an. Wer bist du? Etwa Markus? Du solltest diesen Kleinkram hier aufgeben. Dieser Krieg kann dich reich machen. Und ich habe gehört, du bist in Wahrheit aus Sparta.
Das ist lange her. Jetzt lebe ich auf Kefalenia. Gib ihn mir! Bitte schön, so gut wie neu. Der Bogen ist so stark wie Herakles persönlich. Probier ihn aus. Schieß einen Pfeil auf diese Puppen. Cool, wir haben Bogen. Wir erzählen mal Reflexschuss. Aha. Warte. Markieren. So kann er. Okay. Ah, okay. Da muss man einfach ein bisschen reinkommen. Schon angetrieben. Geil, wir haben jetzt einen Bogen, ne? Mehrere Quests angenommen. Neue Quests. Geil. Kann ich hier mal gucken? Durchsuchen. Nehmen wir mit. Pferde haben wir hier. Okay, Pfeil ist also einmal der. Dann so, ne? Wir haben 40 Pfeile. 38. Okay, sehr, sehr nice. Haben wir das jetzt auch gemacht, ne? Okay. Na, Quest anzeigen war der hier. Ich und mein Holz. Sprich mit Rissula. Verfolgen. 7 Meter. Aha, da ist die. Erzähl doch mal. Und besorgst du mir jetzt mein Holz? Diese verdammten Banditen brauchen eine Abreibung. Ich halte die Banditen auf. Ich habe etwas anderes zu tun. Ne, ich halte die auf natürlich. Wie abgemacht. Ich löse dein Holzproblem. Okay. Na endlich! Markus hat Glück, dich für die Drecksarbeit zu haben. Wo finde ich diese Banditen? Ist so besonders an diesem Holz. Okay, wo finde ich irgendeine Idee, wo die... Ich bin keine Spurenleserin, sondern Bognerin. Irgendwo in den Bergen, so viel ist sicher. Vielleicht sind sie in den Holzfällerlagern. Okay. Hier gibt's jede Menge Bäume. Warum brauchst du gerade dieses Holz? Ich arbeite an einem neuartigen Bogen. Er ist flexibler, deshalb hält er länger und man kann weiter schießen. Nur eine sehr spezielle Holzart, die in den Bergen wächst, eignet sich dafür. Ich werde gehen. Ich kümmere mich um die Banditen. Ich bitte darum und möglichst schnell, wenn es geht. Hab Geduld. Ich kümmere mich um die Banditen und besorge dir das Holz so schnell ich kann. Hab Geduld. Es dauert nicht lange. Ha, wenn du wüsstest, wie lange Markus mich schon hinhält, würdest du das jetzt nicht sagen. Ich habe etwas für dich getan, nun tust du etwas für mich. Hol mein Holz. Okay. Die braucht ihr Holz und wir können ja hier so ein Pferd nehmen, ne, oder? Das ist doch hier free. Komm schon. For free. For free. Das ist ja wegen des Handels geschehen. Okay, Finn untersuche die Tatorte der Überfälle. Da sind wir jetzt, ne? 160 Meter. Okay. Oh, geil, wir sind schon mittendrin, wir sind schon mit dabei. Mit dabei hier bei Assassin's Creed Odyssey. I love it. Hier kam es zu dem Hinterhalt. Ich sollte mich umsehen. Ich sollte mich mal umsehen. Interagieren. Viele Fußabdrücke. Eine Gruppe ist von hier aus nach Westen aufgebrochen. Da hinten ist noch ein Hinweis. Als Fällerlager. Von hinten auf der Flucht erschossen. Das waren mit Sicherheit Banditen. Hier ist noch irgendwo eine Spur. Hier auf der Hauptstraße. Schatz plündern. Wo
Ist das jetzt das ganze Lager feindlich? Oder gibt es noch hier irgendwo eine Spur, die weitergeht? Ja, ne? Ja, 45 Meter. Da am Anfang, 37. Oder? Aufsitzen. Guck mal, wenn ich jetzt da so weggehe, eine große Gruppe. Ach, da ist eine Spur. Der Karren wurde leergeräumt und liegen gelassen. Der Dieb kann mit der Fracht nicht weit gekommen sein. Öffne die Karte, warte. Die Lieferung wurde von Banditen überfallen. Sie können sich nicht weiter als 250 Meter vom Tatort entfernt haben. Eine große Gruppe ist in den Westen des Holzfällerslagers abgezogen. Okay, jetzt meint er irgendwas mit Ikaros. Das ist jetzt hier das Lager oder was, ne? Da hinten? Da, das Holzfällerlager. Ah, das ist, da sind die Truppen, ne? Die sind davor, okay. Alles klar. Wir haben kurz mal gecheckt. Da ist er schon da. Ella. Unser Taxi. Ella. Los geht's. Ja! Sehr gut. Okay, hier stehen die jetzt. Auf geht's. Die sind böse, ne? Die sind böse, glaube ich. Ja. Oder? Kein Schritt weiter. Da, siehst du? Vorsicht. Okay. Niemand darf mich sehen. Niemand darf mich sehen. Wenn ich mich hier so da reinschleiche. Sperrgebiet. Gegner greifen dich an, wenn sie dich in ein Sperrgebiet sehen. Geil. Haben wir den, ne? Durchsuchen. Und dann kannst du den noch hochheben. Und dann hier ins Gebüsch rein, ne? Legen. Oder werfen. Warte, ich bleib ja noch ins Gebüsch. Im Gebüsch. Okay, da kommt mir einer entgegen. Oben noch einer, ne? Den könnte ich mir schnappen, wenn er gleich kommt. Darfst du hier so hinterher? Mal vielleicht so. Ui, einmal durch aufheben. Und dann kannst du den auch. Ach nein, das wollte ich doch gar nicht. So, waren das jetzt hier die zwei Leute und einer war unten? Ist da noch mehr? Ich glaube nicht, ne? So, wir gehen jetzt hier weiter runter. War doch noch einer eben. Ach, da ist er doch. Hi. Oh, der ist gut. Der ist gut. Auch Stufe 3. Aber nicht gut genug. Ha. Das ist ja von denen, das kann ich ja stehlen, ne? Die sind ja böse. Ah, siehst du? Jetzt können wir alles stehlen hier. Zack, zack, zack. Dann nehmen wir mal das Lager mal hoch hier. Ist da noch mehr? Ne. Das nehmen wir mit unter die Kiste.
Was gibt's da? Einen Bogen? Einen besseren Bogen. Okay. Einen besseren Bogen. So. Holzfällerlager. Ja, haben wir das so jetzt gemacht hier, ne, oder? Aber wo ist denn das Holz für die... Die Frau. Upsala. Lalala. Da war doch so. Hallo, wo ist das denn jetzt? Holzfällerlager. Gegenüberfahren, sie können sich hier nicht weiter zu. In den Westen des Holz. In den Westen? Da, unentdeckter Ort, da würde Westen sein, ne? Das haben wir jetzt alles hier. 250 Meter. Okay, nehmen wir das alles nochmal mit hier. Ist ja heute alles im Sonderangebot. Genau, hier haben wir schon alles, Missionsziele. Schätze. Okay, ist noch irgendwo ein Schatz, ne? Vielleicht da oben? Nein. Oder zählt das andere Gebiet da noch mit dabei? Also da, wo die anderen jetzt angeblich sind. Missionsziele. Hier ist ja nichts anderes, ne? Oder geht das Lager irgendwie nur weiter? Ne, da ist auch die Insel zu Ende. Genau. Da gibt's noch Holz. Okay. Mal den neuen Bogen mal testen. Warte, warte. Boah, der läuft weg. Was? Wieso ist er jetzt weg? Warte. Der hier, etwas höher vielleicht? Neben, ne? Das war ja gar nichts. Mal laufen die weg. Was war das? Eiches Leder. Okay, bleib mal kurz. Einmal kurz testen. Hab ich den gar nicht getroffen. Das ist gute Bogen. Aber wir haben ja noch einen besseren gekriegt, ne? Normaler Pfeil und weiches Leder. Okay. Könnte man jetzt so Leder farmen, ne? Das brauchen wir jetzt nicht, aber gut zu wissen. Okay, dann nehmen wir das auch noch mit hier. Lalala. Da ist auch noch ein bisschen Stein. Okay. Haben die vielleicht das Lager da? Ja, da sind sie ja hergekommen, ne? Vielleicht... So, Schatz plündern. Hier ist irgendwo noch ein zweiter Schatz irgendwo, ne? Aber... Hier werden sie besonders wachsam sein. Ach, von wegen. Da waren wir doch schon eben. Da ist ein Schatz vielleicht. Ja, das war nur Drachmann. Holzfällerlager. Was soll denn hier ein zweiter Schatz sein? Hier irgendwo. Da ist der Phobos.
nervt die Ochlis. Ochlis. Das ist noch ein Schatz, ne? Stehlen, alles stehlen. Warte, so. Aha. Griechische Sandalen haben wir gekriegt. Geil. Holzfäller. Sehr gut. So, die haben da nichts mehr. So. Erstmal alles looten hier, ne? Ah, da hinten. Da habe ich schon fast etwas übersehen. Aber es geht direkt weiter. So, irgendwo im Westen, meint er, ne? Ist das nicht das Holz? Das ist das Holz, oder? Irgendwo im Westen. Da unten. Du bist in der Nähe eines Ziels. Drücke Ico zu rufen. Das muss das Banditenlager sein, das ich suche. Das ist das Banditenlager. Aha. Okay. Kann man ein bisschen drüber fliegen? Okay, das ist etwas größer, ne? Okay, die kämpfen da mit den Wölfen. Alles klar, wir gehen da hin. Sind ja schon fast da. Nehmen natürlich hier die Abkürzung. Upsala. Boom. Kein Schaden. Oh. Zack, 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 zack. So, den haben wir schon, ne? Was gibt's hier? So, die sind ja unruhig. So, wir gehen ja kurz mal runter. Und hier machen wir eine Pause, ne? Genau. Hier machen wir eine Pause mit dieser Aussicht hier. Und geht direkt gleich weiter. Danke und tschüss.